Der Montag, der gehört wie gewohnt Hans-Jürgen Haag, Redakteur von AB Tradings. Und mit ihm wollen wir heute über das britische Pfund sprechen. Herzlich willkommen, Herr Haag. Das britische Pfund zurzeit in aller Munde wegen der hohen Staatsverschuldung. Also auch viel geredet wird über das britische Pfund. Neben den PIGS, den sogenannten Staaten aus Portugal, Italien, Griechenland und Spanien, die ja auch mit der Staatsverschuldung zu kämpfen haben. Schauen wir auf das charttechnische Bild zwischen Dollar und Pfund. Wie sieht es da aus? Ja, wenn man den Chart sieht, erkennt man eigentlich relativ schnell, dass im Verhältnis britisches Pfund zu Dollar der Kurs in den letzten Wochen, Monaten schon sehr weit gefallen ist und einen stabilen Abwärtstrend ausgebildet hat. Das sieht man also sehr deutlich. Der Trend ist natürlich schon etwas fortgeschritten. Das heißt, technische Erholungen sind hier durchaus möglich, aber der Trend zeigt im Moment klar nach unten. Das dürfte für jeden charttechnischen Laien ersichtlich sein und darauf gilt es jetzt hier zu achten. Im kurzfristigen Blickfeld hat sich also ein Abwärtstrend gebildet. Der hält aber jetzt schon eine längere Zeit an. Gibt es jetzt überhaupt noch ein Abwärtspotenzial? Ja, man könnte jetzt meinen, weil der Trend schon sehr fortgeschritten ist, ist das Potenzial nur noch sehr klein. Aber es ist so, gerade bei den Devisen, da halten die Trends oft viel länger an, als man denkt. Das heißt, es gibt schöne, große, lange Bewegungen. Im Weekly Chart sieht man das dann, dass hier noch sehr viel Platz nach unten ist. Wir haben ja im Jahr 2007, 2008 ein sehr schwaches britisches Pfund gehabt. Sieht man sehr schön. Dann in den letzten ein bis zwei Jahren deutliche Erholung und jetzt fängt das Pfund wieder an zu schwächeln. Kein Wunder, die Verschuldung, Sie hatten es schon angesprochen, das ist ein Thema und es kann durchaus sein, dass die Hedgefonds im Laufe des Jahres noch weiter hier auf das Pfund einprügeln, das heißt das Pfund shorten, weil man hier eine Schwäche sieht. Und das könnte durchaus dazu führen, dass der Trend im Pfund oder Pfund gegen Dollar noch weiter abwärts anhält. Heißt für den Anleger sofort einsteigen und quasi das Pfund shorten? Nein, das würde ich nicht unbedingt machen. Ich würde hier durchaus warten. Wie schon gesagt, eine technische Erholung ist hier durchaus wahrscheinlich. Man sieht es auch im Daily Chart, dass da sich ein kleiner doppelter Boden bildet oder ein Ansatz ist da. Das heißt, hier könnte es durchaus zu einer Erholung kommen, die auch mal 4, 5, 6 Wochen anhalten könnte. Wenn dann der Markt nicht mehr weiterläuft, also wenn dann das Pfund gegen den Dollar nicht mehr weiter steigt, vielleicht eine kleine Spitze ausbildet, dann ist der richtige Zeitpunkt wohl gekommen. Also erst in einer Erholung oder nach einer Erholung würde ich das Pfund shorten. Kann man denn jetzt schon sagen, genau wo der Anleger dann einsteigen sollte? Also er sollte auf eine kurze Erholung warten, also auf ein steigendes Pfund gegenüber dem Dollar. Aber welcher Marke sollte er dann rein? Ja, eine Marke kann ich Ihnen jetzt noch nicht nennen, denn auch diese technischen Erholungen, die sind in ihrem Ausmaß nur schwer zu prognostizieren. Das heißt, hier muss man einfach warten, wie weit steigt das Pfund, wo lässt die Dynamik nach und dann einfach dann aktuell entscheiden, wo man dann short gehen soll. Ich meine, ich werde das auch begleiten, hier vielleicht in der Sendung oder zumindest auch in AB Tradings, in der Terminbörse. Im Moment lässt sich noch nicht sagen, wo dann wirklich der Zeitpunkt gekommen sein wird. Aber wenn der Zeitpunkt da ist, dann wollen wir natürlich auch wissen, mit welchem Produkt steigen wir dann ein? Richtig, auch hier würde ich ein Hebelprodukt wählen, einen Schein, der also ohne Aufgeld auf ein fallendes Pfund gegen Dollar spekuliert oder setzt. Und da haben wir in Ihrem Bild WKN CM378 Emil. Das wäre dann mit Basispreis und Knockout 1,6530. Da sollte man nicht mehr hinsteigen. Sollte man schon deutlich vorher nach unten abdrehen. Und das wäre dann der Schein meiner Wahl. Guter Schein. Und was wir nicht vergessen dürfen bei dem Schein, natürlich auch noch einen Stoppkurs setzen. Sie sagen es, das ist der Stein der Weisen. Stoppkurs setzen, Verluste begrenzen. Wenn man das beherzigt, hat man schon die halbe Miete drin. Und die halbe Miete ist viel wert. Vielen Dank, Hans-Jürgen Haag, Redakteur von AB Tradings. Das war unser Tagestipp heute am Montag. Wir haben uns das britische Pfund im Verhältnis zum US-Dollar genauer angeguckt. Und Herr Haag hat uns geraten, erst ein bisschen zu warten, bis das Pfund sich wieder ein bisschen erholt hat. Aber dann nach wie vor auf einen Abwärtstrend zu spekulieren mit dem Produkt, das wir Ihnen gerade vorgestellt haben. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Geschäfte an den Börsen. Machen Sie es gut. Wir sehen uns morgen wieder.